Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Chunkpunk. So, dann müssten wir jetzt eigentlich die Ladekabel alle verbinden können. Aber das machen wir auch schön. Und zwar von hier. Ach nee, ich muss von der anderen Seite rein, ja. So, dann machen wir mal so bis hier. Komme ich da hin? Ja. Dann bis hier. Wobei, die kann ich auch gleich hochziehen. Ja, gut, schön ist anders. 2020. Geht da jetzt was weg? Nö. Okay, also hier kommt nichts raus. Sehr gut. Wird es denn wieder Tag? Ja, es wird wieder Tag. Sehr gut. Dann bis hier. Und da hoch. Und bis hier und da hoch. So, dann haben wir hier Anliegen 80. Weil immer nur 20 rauskommt. Sehr gut. Naja, sieht auch halbwegs erträglich aus. Das Ganze. Okay, dann hier auch verbinden. Dahin. Und das einmal dahin. Ah ja. So, dann einmal von hier. Nach da. Das mit den Kabeln, das lerne ich auch noch, wie die schön aussehen. So, jetzt haben wir nämlich hier beides mal 80. Und dann nehmen wir nochmal einen Leistungsstromfusionierer. Und den setzen wir hier hin. Und dann Kabel. Und dann von hier mal bis hier. Nee. Von hier bis hier. Na, immer noch zu weit. Ich habe den Bogen nicht mit einberechnet. So, einmal 80.
Fragt mich nicht, warum ich hier diesen Bogen reinmache. Hat optische Gründe. Und 2x80. Huch. So, und jetzt haben wir hier nämlich 160 auskommend. Eine Leitung mit 160. Das ist sehr gut. So, jetzt können wir die nämlich hier schon mal... Geht das? Oder geht das wieder nicht, weil ich es rausgerissen habe? Von hier nach da. Ne, dann mache ich das nochmal anders. Und setze hier nochmal einen Teiler hin. Direkt hier. Und dann mache ich aber... Ach so, ich muss dann immer die Leitung neu legen. Ah, das ist echt beschissen. Aber ich muss sowieso von der anderen Seite anfangen. So, dann machen wir hier eine hin. Und hier eine. Hier eine. Naja, könnte schöner sein. Egal. So, und dann noch von hier nach da. 160 im... Huch! 160 im Eingang und 4x40 im Ausgang. So, dann muss hier das Kabel weg. Oh, Sandsturm. So, und meine Basis. Die würde ich auch gern mal noch ein bisschen umändern. Denn ich weiß jetzt, wie ich wende ohne diese Pfostenbau. Das ist relativ einfach. Man muss einfach diese Pfosten wie so eine Art Entschuldigung. Wie. Huch, Auto speichern. Wie so eine Art. Na, wie nennt sich's? Ich brauche dann hier gar keine Batterie mehr. Wie so eine Art Ständer bauen. Also Holzständer mäßig so. Geht das nachträglich noch? Moment, das muss ich jetzt mal testen. Basis, Säule. Und das ist die horizontale Säule, genau. Ah, das geht also. Aber hier nicht wegen der Tür. Dann machen wir die ganz einfach weg. So, einmal Säule hier und einmal da nach oben. Ach, hier habe ich schon eine Säule, deswegen. So, ich mache quasi einfach hier die Säulen hin. Hüpf. Da habe ich auch schon eine Säule unten. Was brauche ich? Stahlschrott und Metallschrott.
Ah, also müssen wir Stahlschrott kreieren. So, dann muss ich da einmal eine Leitung wieder anlegen. Ah nein, mein Fundament! So. Dann hole ich mir da einen Strom. Das sieht komisch aus. Nein. Na, so geht das durchs Ding durch. Das ist nicht schön. Ach so, weil ich die hier hingelegt habe. Ja, klar. Na gut, dann gehen wir halt. Huch. Dann gehen wir halt hier entlang. So. Bis hier. Und dann hier runter. Und dann hier weiter. Hierher. Bis hierher und nicht weiter. Doch weiter, und zwar so. 40. Ja genau, jetzt kommen hier 40 an und nicht mehr nur 20. Und wir können damit genug Maschinen bis nach hinten durchbetreiben. Wie das Kabel hier durchgeht. Naja, gut. Die stehen so eng beieinander. Das ist verkraftbar. Muss auch die Kirche irgendwo im Dorf lassen. Okay, wir brauchen Stahlschrott, ne? Stahlschrott und Metall verschrotten. Dann hole ich mal ein bisschen normales Metall. Hier haben wir ja noch ein bisschen was. Ja, gehen wir mal da hoch. Kriegen wir was? Ach so, da muss ich das noch schreddern, ne? Kann ich eigentlich mein Inventar? Ja, kann ich. Sehr gut.
So, sehe ich gleich was warm. Schon wieder dämliche Eimer. Wo wir eh schon viel zu viele haben. Ja, und als nächstes, jetzt haben wir ja die große Batterie, also die große Stromzufuhr. Und als nächstes werde ich nämlich mal versuchen, diesen Laser aufzubauen und schauen, was der kann, ob der uns hier automatisch abbauen kann. Und dann fängt dann bald auch die Serienproduktion an. Mit Lagerfüllen. So, ich mache mal die 4 Stacks voll. Mehr geht eh nicht. Weil wir zu viele Eimer haben. So, weg mit dem Eimer. Gleich 70. Na toll. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Pass auf. Boah, zum Glück. Na, scheiß drauf. So, also. Und jetzt erstmal schreddern hier. Achso, was mache ich denn hier? Zack, zack, zack. Kupferschrott. Stahlschrott. Ne, Stahlschrott brauchen wir ja. Kann ich die auch schreddern? Oder wahrscheinlich nicht. So, Rezept. Geschredderter Schrott. Und an. So. Dann räumen wir hier mal ein bisschen das Inventar leer. Das da rein, das da rein, das da. Kupferschrott. Die Kondensatoren. Für Basis brauchen wir das ja im Moment nicht. So. Haben wir hier noch Stahlbarren und so ein Zeug? Okay, alles Barrenware. Hier bräuchte ich halt tatsächlich ein Förderband da rein. Haben wir auch noch überhaupt gar nicht gemacht, Förderbänder. Würde mir hier Weg ersparen. Wo ist das denn? Hier, Gürtel verschrotten, Metallschrott und Gummimüll. Also brauchen Metallschrott und Gummischrott. Aber Gummischrott habe ich keinen mehr. Ich habe nur noch Barren, oder? Hier ist Gummizeug drin. Na, das hier wollte ich. Ja, da sind Gummibarren. Kann ich eigentlich... Das muss ich mal probieren. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber... Wir probieren es trotzdem aus. Wenn ich hier einen Barren reinlege... Und dann stopp. Hier mal sag geschreddertes Gummi. Nee. Also Barren schreddert er nicht zurück. Schade. Wäre cool, wenn. So, dann eben Schrott. Ja, da könnten wir hier in den Separator, könnten wir gleich hier von hier da rein. Und dann hier gleich direkt
separieren und dann Stahlschrott draus machen. Ach so, dann sollte ich aber vielleicht ein bisschen was davon aufheben, was? Von meinem Metall. Oh, machen wir mal so. Also Strom kommt ganz schön was rein. So wollte ich es haben. In unserem wunderbaren Strompark. Wetter löschen. Was heißt hier löschen? Ich verstehe es nicht. So, okay. Den da wieder aus. Gut, dann hauen wir hier noch mehr davon rein. Zack und zack. Das nehme ich an mich. So. Das ist ja dann bald durch. Aber Säulen müsste ich jetzt schon wieder welche machen können. Die kann ich nämlich auch von hier machen, ist mir gerade eingefallen. So. Säule, Säule. Säule, Eule. Eule, Säure. Fäule, Keule. Reule, Mäule. Das da. Hiervon und davon. Hiervon und davon. Das und das. Und hier und da. Ich weiß auch nicht, ist die Bude nicht zu klein? Aber eigentlich, ja, wir sind ein Roboter, also scheiß drauf. Wir brauchen gar nicht so viel Platz. So, wahrscheinlich kriege ich es so schon hin. Aber ich brauche auch noch die anderen Säulen. Entschuldigung. Ah, siehst du? Reicht schon nicht mehr. Da reicht schon nicht mehr. Ach Mensch. Was ist denn heute wieder los? Es fehlt an Stahlschrott, das habe ich mir schon gedacht. So. Stahlschrott her, das Ding aus. 55. Warum ist jetzt schon wieder hier? 55 ist relativ wenig. Da hole ich noch mal ganz kurz eben, aber ich muss aufhören. Ich muss schlafen. Ah. Hä, stand da Müll verschrotten? Ach ja. Na gut, im Endeffekt ist das ja alles nur Müll. Den hier noch. So, dann haben wir hier schon mal ein bisschen wieder aufgeräumt. Eigentlich könnte das Spiel auch Recyclingbot heißen. Weil wir recyceln hier den ganzen Scheiß, der rumliegt, und machen da schicke Sachen draus. Das hier, das stört mich so ein bisschen. Diese fette Struktur. So, davon haben wir jetzt auch wieder genug. Sehr gut. Dann ganz kurz noch. Hier, Säule. Da habe ich schon, ne? Ja. So, und dann brauchen wir nämlich horizontale Säule. Ich sollte die auch anwählen und dranbleiben.
So, einmal hier. Ich glaube, ich mache die Decke mal weg. Ist dann einfacher. So, machen wir mal Frischluftbude hier. Ah ja, die Säulen können nämlich dann auch weg. Oh, was? Okay. Oh, hier habe ich eine Säule weggejagt. Ach, ich sollte die von oben abbauen. Oh nein. Meine Wand beschädigt. Hier habe ich auch noch was anderes beschädigt, glaube ich, oder? Nee. Okay. Ich mache erstmal das Dach weg. Sonst fallen die immer wieder hier runter und wir müssen extra hin und die aufsammeln. Frischluftzufuhr. So, das hat nämlich auch einer in die Kommentare geschrieben. Du weißt, wer gemeint ist. Dass eine Säule 4 Dächer hält und ich doch nicht mit den Säulen so um mich werfen soll. Aber wie gesagt, ich habe mittlerweile durch den Trailer, den habe ich mir nochmal angeschaut und analysiert, habe ich herausgefunden, wie es richtig geht. Nämlich ganz ohne Säulen. Also ohne Säulen im Raum. So, und das zeige ich euch. In einer Sekunde. Na. Denn die Säulen, die nerven mich hier. Die sind irgendwie im Weg. Kann ich nicht hier mit V das hier reparieren? Nein? Schade. Einfach das Schiff reparieren und wieder wegfliegen. So. Schon ein interessantes Design der Kisten hier. Ja, eigentlich ist die Bude groß genug, wenn da nicht so viele Säulen rumstehen. So, was ist hier? Horizontale Säule lang. Ah, okay. Einmal, zweimal, dreimal. Oh, das war Mist. Falsche Richtung. So. Dahin. Dahin. Oh, zu lang. Okay, und hier reicht das? Oder steht das über? Ne, das passt. Na, hier passt nicht. Warum? Habe ich irgendwie kurze mit reingebaut, ne?
So. Die normale, genau, hier hin. So. Und dann kann ich die auch noch hier hin machen. Braucht man zwar eigentlich nicht. Aber egal. Theoretisch. Ach, weißt du was, komm. Machen wir das Ding richtig stabil. Ist ja schließlich unsere Bude. Könnten wir hier auch noch querstrebenmäßig so, sieht dann nämlich aus wie ein richtiges Fabrikdach auch. Hier? Nee. Hier, die Fenster könnte ich noch ein bisschen einbauen. Dass die ein bisschen kleiner sind. So, geht das hier in der Mitte? Ne, geht nicht. Ah, okay, schade. Naja, hätte ja sein können. Tür wollte ich wieder. So. Wunderbar. Okay, und dann brauchen wir Decke. Dach. So, jetzt können wir nämlich hier nach Belieben Dach reinziehen. Und das ist alles mit einer Stabilität von 100, beziehungsweise hier ist 100, hier ist 100. Ja. Das ist eigentlich alles 100. Wenn uns also irgendwann mal jemand angreifen sollte, falls es hier irgendwann mal jemand gibt, der uns angreift, dann hat er hier schlechte Karten durchzukommen. So. Und da habt ihr es gesehen. So funktioniert's. Also einfach immer schön mit den horizontalen und vertikalen Säulen arbeiten und dann hat man hier seine Ruhe. So, jetzt wollte ich die Ladestation auch noch anschließen. Mache ich schnell mit einem Kabel. Und dann mache ich aber auch Schluss für heute. Verbindungen, Ladekabel. Hier haben wir noch eins frei. So, pass auf. Nee, machen wir hier entlang. Machen wir halbwegs schön. Ah, ich sehe nichts. So. Ziehen wir das mal bis hierher mit.
dann hier runter. So, und dann hier drin. Hier so. So. Und hier verlieren wir jetzt aber 38 am Ausgang. Das heißt, da muss auch noch ein Blindstupfen hin. So, vollgeladen. So. Blindes Kabel. Ja, gut, meine Kabelverlege-Skills. Ja, das. Huch, hier guckt es ein bisschen raus. Naja, egal. So. Dann haben wir hier das Kabel höchst professionell halbwegs schwebend über den Boden verlegt. Naja, wie gesagt, halb so wild. So, wie ist das? Verlieren wir jetzt hier? 160 kommen rein. Überall kommen 40 raus. Aber theoretisch sollten wir nichts verlieren. Überall Vollgas voll, 2000. Alles voll hier. Ja, ich glaube, wir verlieren nichts. Gut, so, meine Freunde. Dann könnten wir da mal noch einen zweiten Stock draufsetzen, nach Bedarf. Hier fehlt noch eine Säule, sehe ich gerade. Eine Säule. So. Wie gesagt, dann könnten wir hier noch einen zweiten Stock draufsetzen. Aber eigentlich haben wir hier drin alles, was wir brauchen. Noch. Wenn es dann irgendwann Lampen gibt, gibt ja keine oder so, dann könnten wir hier noch ein bisschen einrichten, ein bisschen schön machen. Diese Mütze, ne? Egal. So. Gut. Dann würde ich sagen, als nächstes, da wir ja jetzt genug Strom haben, würde ich mal anfangen, tatsächlich Massenware herzustellen. Und das heißt, Recharges and Repairs a Leaf Unit. Recharge system recharge and repair faster than scrap chargers. Oh. Naja, dann werden wir die mal umbauen in einer der nächsten Folgen. Dann brauchen wir sowas hier. Wasser zur späteren Verwendung. Pumpt Wasser in Rohre und Tanks. Dann brauchen wir einen Wasseraufbereiter. Luftbefeuchter. Einmal gefüllten Luftbefeuchter. Ne, bewässert. Luftbefeuchter. Schmutzentnehmer. Pflanzer. Und Pasta. Ja, weiß ich nicht, wo das ist. Hersteller. So, hier, industrieller Laser. Basisprozessor 10. Basiskondensator. Wir können Basisprozessoren herstellen, oder? Ganz kurz.
Basis, Motor, Basis, Prozessor. Reiner Silikonbarren. Uff. Aluminiumbarren, ja. Goldbarren, ja. Widerstände, Schaltkreise, kein Problem. Silikonbarren? Was ist denn ein Silikonbarren? Kontaminiertes Silikon. Und Aluminium, Aluminiumschrott. Aluminiumschrott, geschredderte Elektronik. Oder geschreddertes, seltenes geschreddertes Metall. Kontaminiertes Silikon, geschredderte Elektronik. Seltenes geschreddertes Metall. Oh nein. Geschredderte Elektronik, Elektronikschrott. Seltener Metallschrott. Wir haben überhaupt gar keinen Elektronikschrott. Noch nie gehabt? Noch nie besessen. Das heißt ja dann, da muss ja hier irgendwo Elektronikschrott sein, ne? Gibt's ja keine Legende? Kann man das nicht größer machen irgendwie? Plus, minus, mal geteilt? Nein. Schade. Ranzoomen, hier rechts haben wir was, das dann gar nichts. Tja, müssen wir wohl mal ein bisschen auf Erkundungszug gehen, was? Für einen Basisprozessor. Für diesen industriellen Laser. Ah, ich will schon wissen, was der tut. Naja. Gut, wir haben ja eine relativ große Karte. Komme ich da weiter hoch zum Ausguck? Ausgucken. Jetzt haben wir Elektronikschrott. Seltener Metallmüll. Direkt vor der Haustür. Schwarz. Vielleicht lasse ich den mal und schauen wir mal an, ob man den auf der Karte sieht. Nee, da sieht man gar nichts. Schade. Hätte ja sein können, man sieht's. Also, dann wissen wir das auch. Schwarzer Schrott. Ist seltener Elektronikschrott. Ich komme hier nicht mehr raus. Da hinten haben wir noch mehr Plastik. Und da haben wir auch noch sehr viel mehr Plastik. Das da sieht aus wie riesige Bomben. Da haben wir noch mehr Elektronikmüll. Da sind so viele von diesen Zitadellen. Jo, das sieht echt krass aus. Hier haben wir sehr viel Wasser. Und hier sehr viel Plastikmüll. Und seltenen Elektronikschrott. Wenn wir schon mal da sind. Da ist Silikon drin. Gold, seltener Metallschrott. Schön kontaminiertes Silikon. Gut, da werden wir dann aber trotzdem noch ein bisschen suchen müssen, glaube ich. Bis wir da so viel zusammen haben. Dass es sich lohnt. Kommt man hier irgendwie hoch? Ausguckmäßig?
Nee. Dürfen wir nicht. Da ist was im Weg. Noch mehr im Weg. Cyan streichen. Was war das? Ach, das gehört da dazu. Hä? Farbe oder was? Ich glaube, ich habe Farbe gefunden. Seltsam. Mach mal Licht an, sonst sehen wir nichts. Wobei wir eh nichts mehr sehen sollten. Bist du Elektronik? Seltener Elektroschrott? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, normal. So, dann zurück zur Basis. Kann ich eigentlich auf die Basis hoch? Oh ja. Schön. Naja, auf die Raumstation meine ich, nicht auf die Basis. Oh, das ist doch schon mal so ein bisschen ein Ausguck. Schön. Okay. Ich gehe mal rein. Rein in die gute Stube und dann schauen wir mal Cyan streichen. Farben. Huch. Ich bin jetzt eingefärbt. Ach was, ist ja geil. Cool. Okay, geil. Also wir sind jetzt grüner Roboter, passt. Hässliche Mütze, grüner Roboter. Cyan, lustig. So, meine Freunde. Kontaminiertes Silikon 34, seltener Metallschrott 88. Das ist doch schon mal was. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn es wieder ist. Time to play hier bei Chunkpunk. Ah, jetzt sieht man es gleich so langsam. Und ja, bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.